Die Wille macht irgendwann echt kaputt. Das richtige Wort wäre unreif. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen den scheiß Alkohol nicht, wir wollen einfach nur Sprudel. Ich bin die Inchi und ich bin 24 Jahre alt und ich war in der Bachelor-Staffel 2017 dabei. Also da hatte ich halt eben noch die Denkweise, okay, du warst du selbst. Jetzt bin ich ja mittlerweile Mutter und ich merke auch schon selber, dass ich ein bisschen verantwortungsvoller geworden bin, reifer geworden bin und jetzt denke ich peinlich. Tatsächlich ist es ein goldener Käfig beim der Bachelor, das muss man wirklich sagen, ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Aber man muss sich vorstellen, zum Beispiel die Raucher durften nur einzeln rauchen gehen. Man durfte nicht tagsüber überwiegend viel in seinem Zimmer sein. Man sollte draußen vor den Kameras sein, sich unterhalten. Ist ja klar, das ist ja eine Show. Also was sollen die sonst zusammenschneiden, ne? Man hatte keine Handys, man sollte nicht draußen irgendwie am Pool lesen. Wir hatten keine Musik, wir hatten keinen Fernseher. Wir hatten wirklich nur uns selbst und man lernt mal mit sich selber sich einfach zu beschäftigen oder halt mit den anderen, anstatt wie es heute eigentlich üblich ist, das ganze Zeit an seinem Smartphone zu sitzen. So war es dann wirklich so, dass man auf die coolsten Ideen gekommen ist, was man machen kann, ob es Umstyling war. Hi, hier ist die Inchi und die Clea Latif. Wir bereiten uns gerade auf die Nacht der Rosen vor und es geht ziemlich heiß her bei uns. Es wurden viele Sachen auch gar nicht gezeigt, aber man hat es wirklich geschafft, sich zu beschäftigen. Irgendwann wollte man halt einfach nur noch schlafen, essen. Und der goldene Käfig macht, also in dem Fall die Villa, macht irgendwann echt kaputt. Man kriegt ja gesagt, okay, eure Smartphones kommen weg, ab da, wo ihr abreist. Aber dass es die ersten Tage so hart wird, man wirklich einen Entzug macht, hätte ich nicht gedacht. Und ich war tatsächlich geschockt, als wir den Kühlschrank aufgemacht haben. Und wir haben eigentlich nur auf unsere Lebensmittel gewartet, weil wir durften ja auch nicht einkaufen gehen. Das wurde uns alles gebracht, was wir auf eine Einkaufsliste geschrieben haben. Auf einmal sehe ich da eine 3-Liter-Wodka-Flasche in dem Kühlschrank. Und ich dachte, what the fuck, was ist denn jetzt los? Stattdessen haben die uns die ganze Zeit stilles Wasser gegeben und irgendwann kannst du kein stilles Wasser mehr trinken. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen den scheiß Alkohol nicht, wir wollen einfach nur Sprudel. Irgendwann sind wir dann halt auch kritisch geworden und haben auch angefangen, uns gegenseitig anzuzicken. Aber ich glaube, deswegen ist das Ganze auch so entstanden in der Show, dass es einfach dieses Gezicke gibt. Keiner kann erzählen, was ich so dort habe. Ja. Kante, das war nur gut gemeint von der Tina. Das macht mich sauer. Sag mal, das ist gar nicht so. Tatsächlich habe ich damit gerechnet, dass RTL oder die Produktion an sich einfach das zusammenschneidet, auf was sie gerade Bock haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau bei den anderen war, aber ich kann von mir reden und sagen, ich bin ziemlich gut weggekommen. Und die haben mich jetzt auch nicht irgendwie böse dargestellt oder klar, in dem Sinne böse dargestellt, aber ich war ja auch so oder ich war halt einfach, das richtige Wort wäre unreif, ja. Ich war einfach nicht reif genug für so eine Sendung oder einfach mit so vielen erwachsenen Frauen draußen zu sein. Dass die eine oder die andere mal ein bisschen hinterlistig sein kann oder auch mal falsch, das wusste ich, aber dass da teilweise im Nachhinein solche Maschen abgezogen worden sind, was nach der Ausstrahlung erst war, hätte ich nicht gedacht. Während der Produktion, als wir in Miami waren, war das alles gar nicht so heftig. Dann hat man erst das wahre Gesicht gesehen. Und das hat mir jetzt persönlich einfach wehgetan, dass ein Mensch wirklich so ekelhaft sein kann. Also ich bin ja in die Show gegangen, um zu sagen, ich will was erleben. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann nicht. Und meine Mutter hat noch zu mir gesagt, ach, Liebling, freu dich doch. Vielleicht wirst du wirklich die eine oder andere kennenlernen, wo sich daraus eine mega Freundschaft entwickelt. Und sie hatte recht. Die Claire war zum Beispiel sogar meine Trauzeugin. Die anderen Mädels sind die Patentanten von der Kleine. Also, wie gesagt, es ist nur Gutes dabei rausgekommen bei dieser Show. Und ich bin dankbar darüber. Ich habe tatsächlich dort gelernt, nicht mehr jedem zu vertrauen. Ja, und einfach weiterhin mir selber treu zu bleiben. Und mal aber halt in Zukunft einfach besser ausgewählte, also nicht mehr so ordinär aussprechen, alles einfach. Und das nehme ich wirklich mit und daran habe ich gearbeitet und bin auch total stolz drauf, dass ich mittlerweile einfach viel reifer geworden bin und nicht mehr die kleine Ghetto-Bratze vom Bachelor 2017. Ja. Wenn ihr also auch eine Rose wollt, dann abonniert auf jeden Fall das Ding hier auf dem YouTube-Channel.
Und lasst auf jeden Fall einen Daumen da.